Hallo Freunde des gepflegten Gamings. Hier ist euer immer noch kranke Ratte Atze HD. Ja, ich zeige euch heute, wie ihr TS3, also TeamSpeak 3, euch kostenlos downloaden könnt und wie der funktioniert. Und ja, ich wünsche dabei viel Spaß. Ihr nehmt euch erstes mal euren Browser. In meinem Fall ist das Opera. Dann gebt ihr bei der tollen Suchmaschine namens Google, gebt einfach ein TS Leertaste 3 kostenlos downloaden. So, in meinem Fall ist es ein 64-Bit-System. Ja. Und dann sucht er erstmal. So, für die 64-Bit-Version nehmen wir Chip. Dann tun wir euch das hier downloaden. Und ja, bevor ihr aber allerdings auf eine Bit-Version klickt, na, geht ihr bitte erstmal in eurem in den Ordner rein. Dann geht ihr auf System. System. Ne Leute, Moment, System. Ja, muss ich selber erstmal gucken. Genau, System und Wartung und dann System. Also praktisch System und Sicherheit. System. In meinem Fall habe ich hier Windows 8.1 Pro noch auf meinem alten Rechner. Ein AMD 3 GHz ist wenig. 2,00 GB Arbeitsspeicher. Speicher ist auch ein bisschen wenig. Und dann braucht ihr das hier. Ihr braucht dieses Teil. X64 Prozessor. Wenn der bei euch in 32-Bit steht, müsst ihr die 32-Bit-Version nehmen. Dann öffnet ihr euren Browser wieder für 64-Bit. Wenn ihr das gedownloadet habt, sieht das bei euch Entschuldigung, sieht das bei euch so aus. Moment, ich trenne nochmal die Verbindung. So, ihr habt TeamSpeak 3 durch, erscheint auf dem Desktop bei euch. Wenn ihr alles installiert habt, startet ihr TeamSpeak 3. Dann kommt ihr zu diesem Fenster. So, dieses Fenster seht ihr dann. Ich mache euch das mal groß. So. Ihr geht, wenn ihr eine Verbindung braucht. Ich tue eine Verbindung mit rein. Diese IP nicht abschreiben. Dankeschön. Bitte. Hier könnt ihr euer Nickname eintragen.
Server-Passwort braucht ihr bloß, wenn ihr auf den Server geht, wo Passwort drin ist. Ansonsten eine IP-Adresse braucht ihr nicht. Ich tue die IP-Adresse, du dann hier reinkopieren. IP-Adresse von dem TS, wo ich das jetzt zeige, ist in der IP-Adresse. Ich habe mit guten LP gesprochen, ist okay. Ihr kommt hier in die Eingangshalle. Von der Eingangshalle geht ihr runter, bis ihr zu diesen zwei Channels kommt. Accra Set Naundorf und Accra Hof. Da macht ihr einen Doppelklick drauf und drückt dort 4 ein. Eine 4. Hier seht ihr, mich seht ihr dann hier unten, Atze HD. Das bin ich, der Mann hinter dem Mikrofon. So. Ihr kennt mich auch an dem Steilhangbild. Die IP von Gudens Community Server tue ich in die Videobeschreibung rein. Ja. Beide Links tue ich rein. Ich sage erstmal soweit vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Azadeh.